Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ares-Box von Chris Ares. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ares von Chris Ares, das Ganze heute am 3. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Chris Ares. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen und uns dann das Ganze ansehen. Es war nicht ganz sicher, ob diese Box bei mir ankommt, ob die überhaupt mich erreicht, denn ich habe diese Box ganz regulär über Amazon vorbestellt, wie auch die meisten Boxen, die ich euch hier so vorstelle. Und gestern Nacht habe ich dann über Freunde, über Bekannte erfahren, dass scheinbar Amazon Chris Ares komplett bei Amazon gekillt hat. Also es gibt keine Releases mehr, es gibt diese Box nicht mehr, es gibt seine EP nicht mehr, es gibt scheinbar gar nichts mehr von ihm auf Amazon zu finden. Und auch der Link, über den ich damals bestellt hatte, der führt mittlerweile ins Nirvana, ist quasi nicht mehr existent. Ja, dementsprechend bin ich etwas überrascht oder erleichtert, dass die Box dennoch ihren Weg zu mir gefunden hat. Und dementsprechend werde ich sie euch natürlich gerne vorstellen. Es gab auch diverse Leute, die mich im Vorfeld angeschrieben haben und kontaktiert haben über Instagram, über YouTube etc. und mir mehr oder weniger gedroht haben, von wegen, ich solle diese Box bloß nicht vorstellen. Das wird Konsequenzen haben, sie würden mich deabonnieren und diverse andere Konsequenzen würden auch noch folgen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich war schon immer sehr offen auf meinem Kanal, stelle alles vor, von links bis vermeintlich rechts, von egal. Also mir ist es vollkommen egal, was ein Rapper in seinen Texten so sagt oder was für Ansichten er vertritt. Solange das Ganze nicht irgendwie gesetzlich oder anderweitig Straftatbestand hat, und das hat es ja nicht, sonst wäre ja wirklich komplett verboten worden. Und dementsprechend sehe ich es auch als meine Aufgabe, hier so die Meinungsfreiheit oder das Spektrum hier auf diesem Kanal entsprechend breit zu halten und mir auch keine Releases verbieten zu lassen. Gut, das nur als Info für euch. So, wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben lesen wir einmal den Albumtitel. Ares kommt ja aus der griechischen Mythologie, ist der Gott des Krieges bei den Griechen. Bei den Römern war es Mars. Auf der rechten Seite ebenfalls der Ares-Schriftzug, also hier schwarz auf schwarz, aber der Schriftzug eben in so einem Hochglanz-Look. Und auf der linken Seite auch wieder. Auf der Rückseite haben wir hier leider schon eine kleine Beschädigung. So kam die Box bei mir an, aber ja, auf der Rückseite, das verkrafte ich gerade noch, haben wir hier Arkadi Musik. Das sieht auch so nach, ja, für mich so nach griechischer Mythologie aus, so vom Artwork. Auch hier dieses Alpha. Dann lesen wir hier Arkadi Musik, also das sind hier so die Beteiligten, die Labels, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Dann natürlich die sozialen Medien, aber auch die Online-Auftritte, die Internetseiten von Arkadi und von Chris Ares. Okay, darunter noch ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine reguläre Clubbox, geht hier auf. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, Ares im Jewelcase. Dann haben wir ein Poster, eine Autogrammkarte in Übergröße, also die ist echt sehr groß für eine Autogrammkarte, und ein Shirt, ein T-Shirt ist hier noch dabei. Von innen die Box ganz einfach in schwarz gehalten, packen wir mal zur Seite die Box. So, und der einzige Inhalt, der hier in Folie daherkommt, ist tatsächlich das Album. Schauen wir uns mal an. So, auch hier werden wir mal die Folie entfernen. So, also, das ist es. Das ist das Album Ares von Chris Ares. Wir haben hier auch den Interpreten abgebildet. Darüber lesen wir noch Arkadi Musik präsentiert. Unten rechts gibt es einen Verbraucherhinweis, aber einen etwas ungewöhnlichen. Und zwar lesen wir nicht Verbraucherhinweis harte Texte, sondern wir lesen hier tatsächlich Verbraucherhinweis pro deutsche Texte. Dann haben wir hier auf der Seite nichts mehr stehen in diesem Balken und hier ebenfalls blank.
Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Das Album regulär hat 15 Tracks. Wir haben auch noch zwei Bonustracks dabei. Und wir haben hier in Klammer immer die Produzenten angegeben, die den jeweiligen Track hier beigesteuert haben. Und wir haben auch Features. Und zwar haben wir hier ein Feature mit dabei von UK Valley auf dem Track 16, Lebe wohl. Und dann haben wir noch ein Feature auf dem Track 17, Söhne Europas, und zwar Abstrakt. So, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, hier haben wir es. Ich wollte schon gerade sagen, ich vermisse ein weiteres Feature, aber hier ist es, der Track 5, Teufel mit Prototyp. So, das sind alle Features, 3 Stück auf diese 17 Tracks verteilt. Beteiligte, Barcode und hier oben wieder die Labels. Das Album gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, also nicht nur mit der Box, sondern auch einfach nur das Album an sich. Bei Amazon nicht mehr, aber ich schaue einfach mal, wo es das Ganze noch gibt, dann verlinke ich euch die möglichen Quellen. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Lyric Booklet. Sehr schön, bedeutet jeder einzelne Track hier Wort für Wort erfasst. Und wie wir sehen können, alleine das Intro hat es echt in sich. Also, das ist eine Menge Text. Dazu auch noch Fotos des Interpreten. So sieht das aus. Dann hier mit seinem Feature-Gast Prototyp. Also ihr seht selbst, Lyrics ohne Ende. Und so zieht sich das Ganze hier durch. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Und auch wieder die Labels. Also was ich jetzt etwas vermisse in diesem Booklet, auch wenn es sehr ausführlich ist, ist irgendwie ein Hinweis bezüglich Credits oder so. Nein, sehe ich hier nicht. Okay. Also Credits sind hier scheinbar nicht angeführt, aber ein sehr ausführliches Lyric Booklet. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Ganz schlicht gehalten hier diese Betonwand mit den 3 Lichtstreifen. Die haben wir auch schon genau hier auf dem Cover, nur eben ohne den Interpreten. Dahinter auch nochmal. So sieht das aus. Als nächstes kommen wir zu der Autogrammkarte. So sieht die aus. Auch hier wieder Chris Ares abgebildet, also ist eigentlich das Cover nochmal hier im Hochformat. Und über dem Schriftzug hat er hier dann noch mit weißem Stift unterschrieben. Also hier das A. Und auf der Rückseite das Ganze weiß. Also Autogrammkarte in Übergröße im Hochformat. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und zwar sieht das hier so aus. Also hier nicht das Cover, sondern ein anderes Foto. Der Interpret hier auf dem Boden hockend mit einer Nike-Jacke und grauem Hoodie darunter. Und darüber lesen wir wieder Ares. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Rückseite weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Shirt. Ein T-Shirt. So, und das Ganze kommt hier klassisch in Schwarz. Mit einem weißen Aufdruck hier auf der Brust. Hier lesen wir wieder Ares. Und auf der Rückseite ist das Ganze auch wieder komplett in Schwarz. Also kein Neckprint oder irgendwas. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B und C exakt 190 in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Die Shirts waren Einheitgröße, bedeutet in jeder Box war Größe L. Es gab die Boxen nicht in verschiedenen Ausführungen, sondern es war wirklich Unisize L für alle. So, wir legen das Shirt wieder zusammen. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, ebenfalls im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, kommt hier im regulären Jewel Case mit 15 plus 2 Tracks, also 17. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte ursprünglich, es wäre auch noch die Bonus-EP dabei, die 2014 bis 2018 EP. Allerdings ist das jetzt scheinbar doch nicht der Fall. Aber wie gesagt, dafür haben wir 2 Bonustracks, insgesamt 17 Tracks hier mit dabei. Gut, das alles in dieser
wunderbaren Box Ares von Chris Ares. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chris Ares unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.